Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich wieder ein Video über den Tepro Gasgrill. Quasi so ein Erfahrungsbericht über ein Jahr, wie es mir mit dem Grill ergangen ist. Viel Spaß dabei! Den Grill habe ich gekauft im Frühjahr 2020. Der war für 299 Euro bei Lidl im Angebot. Dachte damals, es ist ein gutes Schnäppchen. Bin ich heute auch noch von überzeugt. An sich hat er immer gute Dienste erwiesen bis jetzt. Kurz dazu, beim Aufbau habe ich ja schon ein Video dazu gemacht. Das ging eigentlich recht einfach. Das konnte ich auch alleine machen. Der Tisch oben, quasi die Haupteinheit, war schon fertig montiert. Man musste halt noch den Deckel drauf machen, die Seitentische und das Untergestell. Das ging eigentlich recht gut, auch alleine. Hat, glaube ich, so um die 2 Stunden gedauert. Also alles noch im Rahmen. Ich fange jetzt mal beim Untergestell an. Das habe ich ja schon beim Aufbau damals gesagt, dass die Türen nicht richtig schließen. Das sieht man ja auch hier. Es kommt auch immer darauf an, wie man den hinrollt. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen rüberziehe, dann sieht man, dass die Spaltmaße sich verschieben, dass dann vielleicht die linke Tür besser zugeht und die rechte dauernd von alleine aufgeht. Und die eine Tür, wie man hier sieht, schließt gar nicht. Also die kommt gar nicht richtig an die Magneten ran. Aber mit der Zeit kriegt man auch hin, dass die Türen dann halbwegs schließen, beziehungsweise nicht von alleine mal aufgehen. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die mich immer gestört hat. Das hört man jetzt auch beim Aufmachen, dass hier diese seitlichen Bleche immer an dem Deckel reiben. Ich habe das auch versucht, immer so hinzudrücken. Aber ja, klar, das ist der Verarbeitung geschuldet. Das ist hier ein billiges Blech, das ich, wie man sehen kann, auch mit der Hand einfach rumdrücken kann. Und hier hinten kann man auch den Deckel mit dem Oberteil vom Grill nicht ganz sauber verbinden, aber es schließt trotzdem noch gut, muss man sagen. Wie man hier auch sieht, am Deckel oder auch an dem Unterteil ist halt alles so billiges Blech. Und auch der Deckel, das ist hier nicht doppelbandig, sondern hier ist einfach nochmal ein Blech drüber gemacht, wie man hier sehen kann. Aber ich würde sagen, bei der Preisklasse kann man sich da gar nicht beschweren. Weil irgendwoher muss der Preis ja auch kommen und wenn der Grill das gleiche bieten würde wie ein 1000-Euro-Grill. Jetzt zu den Rosten. Hier natürlich das gleiche. Das ist auch wieder recht einfaches, billiges Material. Ich weiß nicht, ob man bei der Preisklasse da mehr erwarten könnte. Man kann sich natürlich welche dazu kaufen, aber ich denke mal, dann ist man auch wieder bei über 100 Euro und ob sich das dann lohnt bei so einem Grill. Ja, ich würde sagen eher nicht. Aber an sich ist es schon okay. Also man kann schon damit arbeiten. Wenn man genug Hitze drauf hat, dann hängt auch nichts an und dann geht es schon. Hier die Wärmeleitbleche. Da hat man hier 2 verschiedene. Ich nehme das hier auch mal raus. Hier hätte man noch so Zubehör dazu kaufen können, was ich auch nicht habe. Und ich glaube, man könnte sogar noch einen Drehspieß dazu kaufen. Hier das so Weißblech, ganz einfaches, auch wieder natürlich kostengünstig. Da ist das hier schon ein bisschen besser verarbeitet. Hier sind auch verschiedene Brenner verbaut. Die 2 rechten haben 4,5 kW und die 2 linken haben 3,2 kW jeweils. Hier unten ist noch so ein Abtropfblech drin. Das kann man auch hinten rausziehen dann zum Saubermachen, was ich auch mal wieder machen sollte. Hier muss ich sagen, dass bei den Brennern, die eine höhere Leistung haben, die anderen Wärmeleitbleche benutzt werden. Das finde ich auf jeden Fall cool in so einer Preisklasse. Man merkt dann auch super Unterschied. Es wird also angegeben, dass hier quasi die Powerzone ist zum Angrillen und hier, dass man eher die Sachen dann ruhen lässt. Am Ende hat man hier noch die Sizzlezone, natürlich auch wieder mit so einem Rost. Da wäre es natürlich auch wieder schön gewesen, hätte man da ein bisschen was Massiveres gehabt. Die Fläche der Sizzlezone ist auf jeden Fall ausreichend, wenn man ein mittelgroßes Steak oder sowas hat. Und die Power von der Sizzlezone ist auf jeden Fall ausreichend und man kriegt schon ein super Ergebnis. Das einzigste Problem, wo ich ja manchmal hatte, war mit dem Anmachen der Sizzlezone. Manchmal hat es so 5, 6 Versuche gebraucht. Entweder ist da nicht genug Gas rausgekommen oder halt die Anzündvorrichtung hat nicht richtig funktioniert. Das Ganze habe ich hier auch mal weggemacht und das Ganze ein bisschen runtergedrückt. Seitdem geht es auch ein bisschen besser. So, als Fazit würde ich sagen, nach einem Jahr Tepro Gasgrill würde ich ihn auf jeden Fall wieder kaufen. Bei dem Preis kann man nicht sagen, man hat eine Sizzlezone. Die Grillfläche ist schon recht groß, muss man sagen. Man hat 4 Brenner. Ich habe ja auch öfter Sachen gemacht, wo ich einen Pizzastein reingelegt habe, wo ich dann die mittleren Brenner nicht genutzt habe. Da ist es dann halt wichtig, dass man 4 hat.
weil bei 3 es halt leichter anbrennen könnte. Natürlich hat der kleinere Schwächen, aber in der Preisklasse ja, muss man halt auch ein bisschen was verzichten und kann nicht erwarten, dass man ein High-End-Gerät für ein Drittel vom Preis kriegt, was es normal kosten würde. Zur Langlebigkeit würde ich sagen, der Grill stand einmal im Monat ein bisschen draußen, wo es auch geregnet hat und sowas. Klar, hat er jetzt nicht so eine Langlebigkeit, weil das Material nicht so gut ist. Aber wenn man den jetzt, weiß ich nicht, 2, 3 Jahre benutzen möchte, ist es, glaube ich, auf jeden Fall möglich. Und man hat ja die Abdeckhaube dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, abonniere den Kanal, um das nächste nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.